Hello everybody. Im Zusammenhang mit der Diskussion Anwalt ja, nein oder Beistand ja, nein hört man vor allem in verschiedenen Kreisen immer wieder das Argument, ich brauche doch eine Hilfe, wie kann es sein, dass jemand auf meine Kosten aufgrund meines Leides Geld verdient? Und wenn man da so drüber nachdenkt, stimmt schon. Ich meine, die Verteidigung von Verfassungsgrundrechten sollte ja unser aller Aufgabe sein, so zumindest die Konzeption der Gründungsväter der Bundesrepublik aus den Erfahrungen des Dritten Reichs. Aber letztlich, warum verlangt denn dann der Metzger Geld? Warum der Bäcker? Warum muss ich für Getränke etwas bezahlen oder auch für normales Wasser? All das ist ja Daseinsvorsorge, Grundversorgung, quasi Bereitstellung des Existenzminimums. Kleidung, ja, kostet alles Geld. Wenn wir also damit anfangen und sagen, alles, was für alle relevant ist, darf kein Geld kosten, dann fürchte ich, dass keiner was verdient. Denn selbst die, die von Leistungen nach dem SGB Römisch II leben, vergessen, dass das ja Steuermittel sind, die dafür verwendet werden. Also wenn man sagt und meint, dass gute Leistung nicht bezahlt werden soll, weil man selber Hilfe bedarf, dann sollte man sich selber die Frage stellen, macht man denn das Gleiche für andere auch? Ja? Und zwar egal in welchem Bereich. Es gibt ja durchaus Bewegungen, wo man quasi mit seinen eigenen Fähigkeiten etwas ja, an Punkten erwirbt und sie dann umtauscht in andere Dienstleistungen, Gefälligkeiten. Das ist ein schönes Gesellschaftsmodell, aber im Moment halt in diesem Land so nicht praktikabel. Ich meine, wer was Gutes gelernt hat, was auch Geld kostet im Übrigen, ja, anders als vielleicht eine Lehre, kostet ein Studium ja doch eine Stange Geld, dann darf der mit gutem Gewissen auch dafür einen Obolus verlangen. Nicht nur, wer das Geld eben selber zum Leben braucht, sondern eben auch, weil Ausgaben verbunden sind, Papier, Fahrtkosten etc. Und weil eben diese Ausbildung ja amortisiert, refinanziert werden muss. Also zu sagen, ich brauche Hilfe für umsonst, ist zu kurz gegriffen. Nur wer für sich selber verlangen kann, von sich selber sagen kann, dass er allen Leuten für umsonst hilft, glaube ich, ist in der richtigen Lage, hier auch Anforderungen stellen zu können. Ich würde mir wünschen, dass die Diskussion diesbezüglich sachlicher geführt wird und nicht von diesem Neid. Natürlich gibt es Anwälte, die zu teuer sind. Natürlich gibt es Anwälte, die Geld für nichts verlangen. Aber das gibt es in jeder Branche. Ja? Schwarze Schafe, die nichts können und trotzdem schweineteuer sind. Dadurch darf man nicht die ganze Branche in Verruf bringen. Das ist meine persönliche Meinung. Sondern man muss sukzessive, Stück für Stück, entsprechend kritisieren und argumentieren. Eure Meinung zum Thema würde mich interessieren. Darf man als Anwalt, insbesondere soweit man mit Grundrechten argumentiert, Geld verlangen, ja oder nein? Und gerade wenn man eben PKH und Beratungshilfe sieht, dürft ihr nie vergessen, dass auch das bereits, obwohl man Geld bekommt, eine Reduzierung des eigentlich zuständigen Gehaltes darstellt, wenn man nämlich teilweise erheblich weniger bekommt, als man in der normalen Prozesssituation abrechnen dürfte und wovon man auch seinen Kanzleibetrieb unterhalten muss. Ich würde mich über eine entsprechende Diskussion unten in den Kommentaren freuen. Ansonsten teilt doch dieses Video, denn für mich ist es eine sehr spannende Frage. Kann, darf man Geld verlangen für das Helfen für andere Leute? Ich sage Servus für heute, bis zum nächsten Video. Danke euch, Baba.